Peter, du siehst ja aus wie der schwarze Mann, wie vom Beerdigungsinstitut. Wieso? Das ist ein festlicher Anzug. Aha. Du hast doch selber geschrieben, um Anzug wird gebeten. Hier. Was? Zeig mal. Ja, da unten. UAWG, um Anzug wird gebeten. Aber Peter, UAWG heißt das, um Antwort wird gebeten. Um Antwort? Ach, du wolltest eine Antwort, ob ich komme? Ja. Also gut, ich komme. Na, dann komm rein. Na, dann komm rein. Hab ihn unter Biest getroffen. Was will er denn von Ihnen? Mir beim Tapezieren helfen, denke ich. Aber kommen Sie doch herein, Herr Roboter. Peter? Die Sache ist faul, oberfaul, ja, habe ich gleich gesagt. Haben Sie gar nicht gesagt. Habe ich doch gesagt. Peter, steckst du da drin? Ja, was guckt ihr denn so? Habt ihr noch den Menschen gesehen? Was hast du dir dabei gedacht, uns so an der Nase rumzuführen? Ja, ich wollte mal sehen, wie man sich so fühlt, nicht? Als Roboter. Na, und wie fühlt man sich? Ziemlich zerbeult. Trotzdem nett, dass du mir beim Tapezieren helfen willst. Also, raus aus dem Blechkittel und ran an die Arbeit. Sag mal, kannst du überhaupt tapezieren? Natürlich kann ich das. Für mich ist das eine ganz einfache Sache. Ja, so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. So, ihr seid's. Wer denn sonst? Schließlich sind wir ja verabredet. Wir? Verabredet? Darf ich dich daran erinnern, dass heute der... Ja, ich weiß. Du hast Geburtstag. Geburtstag? Ist doch nicht zu fassen. Ich bin von der Reise zurück und bin gekommen, um meinen Gummibaum zu holen. Wo ist er überhaupt? Wo er ist, will ich wissen. Ach, da ist er, ja. Du hast ihn in die Sonne gestellt, obwohl ich dir über... Sag mal, wie sieht der denn aus? Der sieht ja ganz mickrig aus, Peter. Hast du ihn etwa schrumpfen lassen? Du hast ihn schrumpfen lassen. Lass den Quatsch und komm sofort runter. Was hast du dazu zu sagen? Du taugenichts, du Zerstörer. Ich? Peter, du, die Nascht wird nicht, hörst du? Ich meine, was soll das alles? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dass es dir immer gut geht und dass du langsam vernünftig wirst. Ich bin hier. Peterchen, schön, dass du da bist. Das ist für dich. Was, das Lexikon? Ja, na nur der erste Band, aber die anderen kommen auch noch, ja? Weißt du, Peter, ich habe mich mit dem Verlag geeinigt, ja? Ich bekomme das Werbegeschenk, ja, weil ich dich geworben habe. Du bist jetzt der Käufer. Ach, heißt das, dass ich jetzt... Nein, keine Sorge, ich bezahle natürlich das Lexikon. Aber weißt du, du hast recht, was soll ich mit einem 24-bändigen Lexikon? Hm. Das ist doch mehr was für...
Naja, für einen Wissenschaftler. Ja, so wie mich. Genau. Ach, Peter, pass mal auf, was ich vorhin erworben habe. Guck doch mal. Ist die nicht süß? Ja, ganz entzückend. Ja. Also mach's gut, Peterchen. Ich hab's eilig, ich muss weiter. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Tante Elli! Ja. Peter! Schön, dass ich dich hier treffe. Da kann ich dir meine Einladung höchstpersönlich überreichen. Wo habe ich sie denn? Wieso willst du mich denn einladen? Na, ich bin jetzt 20 Jahre in Bärstadt. Und das muss doch gefeiert werden. Wollte ich dich einladen. Elli, bin 20 Jahre in Bärstadt. Wir feiern am Bauwagen dein Peter. Ach, das ist aber nett, Peter. Sag mal, ist das schon so lange her, seit du mit deinem Bauwagen hergekommen bist? Ja. Also ich erinnere mich, als wenn es gestern gewesen wäre. Wie du zur Tante. Ach, Peter! Tante Elli, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das für dich. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Oh. Komm rein. Was Peter mir mitgebracht hat. Danke, Dame. Die Schleife ist ja schon so schön. Ach, Peter. Das ist ja ein Prachtstück. Und so antik. Mhm. Schön. Die muss ja ein Vermögen gekostet haben. Auch Tante, ist nicht der Rede wert. Obwohl, es ist ein Eiselstück. Ja. Nur sag mal, was ist denn mit der Torte? Die Torte, ja, natürlich, ja. Peter. Die Torte. Natürlich. So. Ist das nicht auch ein Prachtstück, Peter? Ja,